Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich die Batterien aus meinen Gerätschaften rausgeholt. Allerdings habe ich keinen Platz im Inventar. Also, was ist mit den Batterien passiert? Sie sind weg. Oder sie sind hier im Wasser gelandet, was ich aber stark bezweifle. Na gut, Schiffchen verloren, Batterien verloren. Nice. Richtig geil. Aber ich glaube, wir haben noch Ersatzbatterien ohne Ende. Gehen wir mal nach oben. Mr. Kackbratz ist übrigens auch hier, also, ja. Oh, hätte ich jetzt Lithium? Hätte hier so viel machen können. Aber nein! Herbert der Zweite ist gestorben. So, den habe ich ja auch noch am Start, ne? Werden wir erstmal unser Zeug los. Wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Wasser. So. Ach, guck mal. Da sind sie doch. Alles gut. Okay, alles gut. So. Okay, dann werden wir die lila Tafeln auf jeden Fall hier nochmal sichern. Wir können sie zwar jetzt herstellen, aber man muss ja nichts übertreiben. So. Guck mal, violette Tafel können wir machen. Ionenwürfel. Können wir aber auch einen Ionenwürfel herstellen? Ich glaube nicht, ne? Sieht schlecht aus. Und wir haben die Ionenwürfel, die wir gefunden haben, haben wir jetzt natürlich verloren. Ja. Dumm gelaufen. Gut. Was können wir jetzt alles herstellen? Mal gucken. Ja, die beiden Sachen. Hatten wir nicht diesen Laser? Geräte? Gibt es jetzt hier irgendwas für Waffen? Lichtstab, ja. Toll. Oh, noch ein Ding von der Signalboje. Krebs, Seemotte. Lass ich mal ganz kurz hier ein Foto machen. Ja. Okay. Das müssen wir nämlich jetzt alles zusammenkriegen. Ja, ihr hört draußen übrigens die Kackbratze rumschwirren. Modifikationen. Wirkt eine Stoßkraft auf Objekte in Reichweite. Plastalbahn. Gut, das ist jetzt nicht so schwer. Magnetit. Weiß ich nicht, ob wir das auch haben. So traurig. Zyklop. Maschinenbauplan. Wir haben den Zyklopen noch gar nicht. Wir brauchen nur einen Teil für den Zyklopen, aber das finden wir auch nicht. Wir können die ganze Scheiße auch nicht bauen, die Waffen. Das ist ja kacke. Ich dachte, wir können jetzt die Waffen bauen. Polyanilin. Was ist denn Polyanilin jetzt schon wieder? Ich hab den Scheiß noch nicht mal. Ja, es ist ja gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich kann jetzt die Mega-Wumme da bauen, aber anscheinend nicht. Ich bin enttäuscht. Bin so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, man merkt es auch. Oh. Ja, gut, das, das ist jetzt kacke. Da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, aber egal. Packen wir den hier rein. Später, wenn wir den hier noch aufzüchten und freilassen, dafür gibt es einen Erfolg, habe ich gesehen. Dann nehmen wir halt die Melonen nochmal mit hier. Ah, Inventar voll. Ja gut, ich muss nochmal kurz raus. Mr. Kackbratze, ich habe Essen für dich. Hier, gucke mal. So, halten wir halt zwei von den Dingern. Oder drei.
Ich möchte jetzt nämlich hier die Palme pflanzen. Ich glaube, die Palme bringt mir ein bisschen mehr als der Scheiß. Ich hab's gegessen. Ich hab's gegessen. Warum? Na, Mädels. Zum Glück werdet ihr nicht noch größer. Hey, wo ist Glubschi? Ach da. Ich wollte schon sagen. Ich dachte, die haben Glubschi gegessen. Das wär's jetzt noch. Oh. Ist das ärgerlich? Ist das richtig ärgerlich? Alter Schwede. Na gut. Ja, gut, dann. Bis wir eine neue Pflanze haben. Ich kann dazu nicht viel sagen. Das war einfach nur abnormal blöd von mir. Naja. Habe ich die Palme gegessen? Das bringt mich auf die Palme. Ach, Mann. So, du bist leer. Du bist leer. Du bist leer. Du bist leer. Okay. Du hast ja noch Energie. Zack. Zack. So, einer von euch war noch leer. Du warst jetzt voll. Da ist keine Batterie drinne. Da ist keine Batterie. Nee, haben wir schon, ne? Ich habe jetzt eine Batterie zu viel. Soll ich eine Batterie zu viel? Hä? Ah, die die Schubkanone. Okay. Wir haben alles zusammen. Schema, Datenauskennst, Energiekern. Irgendwas wollten wir zu Ende lesen, aber egal. Ionwürfel. Diese grünen mineralischen Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionische Energie zu speichern. Wahrscheinlich künstlich hergestellt. Die Würfelform zeigt, dass es aus einem größeren Vorkommen herausgeschnitten wurde. Jeder Würfel enthält das Äquivalent an ionischer Energie von 5 Kilotonnen TNT. Unter den passenden Bedingungen kann die Energie kontrolliert freigesetzt werden. Wurden wahrscheinlich als Batterien verwendet, bräuchten aber eine enorme Energiequelle zum Aufladen. Beurteilung wertvolle Energiequelle. Ja, aber bauen kann ich sie trotzdem nicht. Dude! Sag mal. Er will bestimmt an meinen Typen ran, kommt aber nicht ran. Verzieh dich. Da, ich hab dir doch Kerne fallen gelassen, damit du was zu essen kriegst. Schreit er hier rum. Okay, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, ich kann das Gewehr bauen. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an einen humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unklar, ob die Fremden, die es konstruiert haben, selbst humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachteten. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Oh, ich will es ja bauen. Ärgerlich. Na gut. Hören wir uns die nächste Nachricht an und gucken, dass wir irgendwo hin können. Wir müssen dann eine neue Seemotte bauen und hast du nicht gesehen? Ach Gott.
Okay. Danke für die Info. Ja, haben wir noch hier noch genug Energie, ne? Ja. Hier wird ja kaum was verbraucht, ne? Ja gut, bauen wir unser Seemädchen. So, die Salze müssen wir vorher noch fallen lassen. Okay, und nun gucken wir mal, was wir noch für die Seemotte zu Hause haben oder was ich sammeln muss. Und ja, Gott. Also, wir brauchen Titanbarren. Das ist ja gar kein Problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Titanbarren. Dann brauchen wir eine Energiezelle. Da wird es, glaube ich, schon problematisch. Eine Energiezelle, zwei Batterien. Habe ich noch Batterien im Vorrat? Ja. Gut, dann dürfte das jetzt nicht so das große Problem sein. Und Silikongummi, habe ich das noch? Sieht nicht so aus, na gut. Dafür müssen wir jetzt rausschwimmen. Aber zum Glück ist das hier direkt um die Ecke. Ich habe mich schon ganz gut aufgebaut. Und ich meine, wozu sollte ich hier wegziehen? Nur wegen der Kackbratze? Die macht doch nichts. Der ist doch freundlich. So, war das richtig? Nein. Ich brauche das leuchtende Zeug. Ach Gott, das ist... hier ist alles fast schon alles abgeerntet. Da haben wir noch was. Nehmen wir direkt mal ein bisschen mehr mit. Damit wir auch zu Hause einen kleinen Vorrat haben. Kann ja nicht schaden, wenn man irgendwie ein bisschen was vorrätig hat. Der kommt da nicht ran. Die arme Kackbratze, tut mir so leid. Der schwimmt dahin, guckt sich das Ding an und denkt sich, nein, nicht Krebs mögen. Und dann verschwindet er wieder. Naja. Oh, auch nicht mehr viel Energie übrig, ne? Muss ich mich noch drum kümmern. So, den Rest lagern wir hier ein. Wieso habe ich jetzt zweimal Silikongummi? Keine Ahnung, wieso ich das zweimal habe. Wird das zweimal hergestellt? Ja. Energiezelle. Dann brauchen wir zweimal Glas. Schmierstoff haben wir noch. Ich weiß nicht, wie es mit dem Blei aussieht. Blei haben wir auch noch. Meine Güte. Ist doch gut, Junge. Bauen wir gleich das Stase-Gewehr und dann bringe ich den Typen um. So, Schmierstoff Glas. Okay, dürfte noch reichen. Wie viel Glas brauchen wir? Zweimal. So, kurzer Check. Glas zweimal haben wir. Energiezelle haben wir. Titanbarren haben wir. Tschüss, Herbert. Ja gut, der hat Spaß. Herbert ist sowieso zu nichts nütze. Der ist wahrscheinlich gut und wir werden ihn später, wenn wir alles haben, für ihn Raketen und so weiter bauen und dann... Ich hol mal kurz Herbert.
Lass Herbert in Ruhe. Schub sie nicht noch weiter runter, bitte. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Versuch sterben werde. Wir sollten erstmal die Seemotte bauen. Herbert ist jetzt nicht so wichtig. Hau doch ab! Weißt du, so lange hat der Herbert in Ruhe gelassen. Und jetzt der Scheiß. So. Ist das jetzt hier eigentlich meine Fahrzeugstation? Oder wo ist meine Fahrzeugstation hin? Wie? Nee. Neptun-Versorgungsstation. Ach, da. Hoffen wir mal, dass unser Fahrzeug da nicht drauf landet. Aber ich habe den Schmierstoff nicht dabei. Ach Gott. Ah, zumindest hat er Herbert jetzt in Ruhe gelassen. Finde ich nicht nice, dass er ihn einfach entführt hat. Soll er sich einen eigenen bauen? Ganz ehrlich. Einmal Schmierstoff, ne? Ja. Der ist immer noch da. Jetzt bewacht der Herbert. Also wenn jetzt gleich meine Seemotte da drauf landet und explodiert, ist das ein bisschen kacke. Sicherheitshalber. Wenn das passiert, lade ich nämlich sofort. Puh, alles in Ordnung. Okay, so, dann gucken wir, dass wir Herbert sichern. Wie sieht es hier mit den Batterien aus? Sind sie ausgeladen? Ja. Okay. So, mein Silikongummi würde ich aber vorher noch sichern. Und dann beginnt Mission Herbert. Okay. Möge Mission Herbert ein Erfolg sein. Huh. Der macht's mir auch nicht leicht, ne? Ich hoffe, Herbert ist nicht zu sehr kaputt. Wie er da einfach rumschwebt. Ah, oh, fast. Er hat ihm schon ziemlich zugesetzt. Die Frage ist jetzt nur, werden wir es schaffen, ohne dass mich die Kackpratze angreift oder irgendwas anderes? Jo, Kommunikation. Bitte macht keinen Scheiß. Herbert ist so gut wie kaputt.
Okay, Mr. Kackbratz ist schön weit weg. Aber wir wissen, das ändert sich ziemlich schnell. Okay, wir werden hier einfach hinstellen und hoffen, dass das von der Entfernung her reicht, dass er Herbert nicht mehr angreift. Ich muss sagen, das Ding ist tanky. Respekt. Ich könnte ihn also zur Kampfmaschine umbauen und dann versuchen, die Kackbratze damit zu erledigen. Was war das jetzt für ein Geräusch? Nichts, das mich umbringen will. Perfekt. So, Kackbratze, du kannst jetzt verschwinden. So. Mission Herbert war ein Erfolg, Freunde. Ich freue mich, sagen zu dürfen, alles in Ordnung ist. Okay, sieht schlecht aus. Ich habe noch Magnetit. Das ist gut. Oh, die ganzen schönen Zähne, wo sind die hin? Oh, die waren jetzt auch nicht auch noch im Schiffchen, oder? Ach, Scheiße. Was habe ich hier noch? Tiefenmodul 1. Okay, ich brauche jetzt wahrscheinlich das erste, ne? Oder habe ich das bei den organischen Sachen gelegt? Lass Herbert in Ruhe. Okay, alles gut. Er kommt mir ein bisschen zu nah. Das gefällt mir nicht, Leute. Das gefällt mir nicht. Er soll sich mal schön verziehen. Okay, hier mit dieses Glas ist auch kein Problem. Wir haben sogar noch was. Okay, Magnetit brauchen wir 2 Stück. Oh, ich hatte so viel. Was haben wir hier eigentlich noch, ey? Kyanit. Gab es da nicht etwas? Ich glaube schon. Wir hatten noch Kommunikation am Start, ne? Lifepod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. Ja gut. Wir haben also da hinten bei der Chefingenieurin. Kann sein, dass wir da auch schon waren. Ah, ist gut möglich, dass wir da schon waren. Wir müssen uns aber erstmal um die Seemut kümmern. Plastalbahn. Lithium- und Titanbahn, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Und ich hatte so viel Lithium. Ich brauche 2. Was ist euch denn ernst? Na gut. Wir müssen also nochmal farmen gehen. Oh, hätte ich doch nur eine Signalboje. Okay, 500 Meter Tiefe. Wir können auf jeden Fall dahin gehen. Vielleicht finden wir auf dem Weg Lithium. Das wäre der Traum.
Brauchen wir den? Warte. Können wir vielleicht damit schon ein bisschen tiefer tauchen? Oder ist das der Standard? Das ist hier die Frage. Okay, ich glaube, vorher konnten wir 200 Meter. Okay, Hans, Ida, der Dritte. Es passt nicht mehr. Hm. Schade. Okay. Wie machen wir es dieses Mal? Rot und Gelb. Ja, das sind wirklich schöne Farben zusammen. Das passt doch. So, Hans, der Dritte. In der nächsten Folge werden wir da mal hinschwimmen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.